Herzlich willkommen bei Studio Friedmann. Endlich wird alles gut in Deutschland. Die Koalitionsbibel der neuen Regierung von Angela Merkel steht und ist unterschrieben. 185 Seiten Versprechungen. Versprechungen. Nur wer es glaubt, der wird selig. Darüber diskutiere ich mit Jürgen Trittin, dem langjährigen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Grünen, und mit Thomas Strobel, den stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU. Herr Trittin, Angela Merkel schenkt den Bürgern alle Wohltaten dieser Welt. Zum Beispiel Rente ab 63, Mütterrente, Betreuungsgeld. Das Problem ist, alleine das kostet schon mal mindestens 23 Milliarden, die sie aber nicht hat. Trotzdem verspricht sie weiter keine Steuererhöhung. Ihre parlamentarische Geschäftsführerin Hasselmann sagt, Angela Merkel arbeitet mit ungedeckten Checks. Hat sie recht? Ohne Zweifel hat die parlamentarische Geschäftsführerin, die erste parlamentarische Geschäftsführerin, immer recht. Das Erste, was Abgeordnete lernen müssen. Aber im Kern, die Koalition profitiert von einer zurzeit guten Beschäftigungslage und von niedrigen Zinsen. Solange das so ist, könnte es sein, dass die Finanzierung dieser zusätzlichen Leistungen über und aus den Beitragskassen funktioniert. Das wird in dem Moment ein Problem geben, wenn Zinsen nach oben gehen oder Beschäftigung einbricht. Das heißt, es ist im Kern ein Prinzip Hoffnung, was die Große Koalition 4 Jahre durchtragen soll. Herr Strobel, sparen und Schulden abbauen. Nochmal, sparen und Schulden abbauen. Das war Angela Merkel gestern. Geld, das man nicht hat, darf man nicht ausgeben. Aber trotzdem wird es ausgegeben und deswegen werden Schulden gemacht. Das ist Angela Merkel heute. Naja, wir wollen weiterhin keine neuen Schulden machen. Wir wollen die Steuern nicht erhöhen. Und wir wollen, da hat ja Herr Trittin recht, das wird vor allem dann funktionieren, wenn wir nach wie vor eine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben. Und wenn sie nicht wird? Wenn die Wirtschaft zurückgeht? Deswegen werden wir dafür arbeiten, dass die Rahmenbedingungen so sind, wenn ich zur Bank gehe und sage, gib mir mal ein bisschen Geld und ich werde dafür arbeiten, dass das alles klappt, gucken die mich an, als wäre ich bekloppt und sagen, damit kann ich doch kein Unternehmen aufbauen. Aber wenn Sie weiterhin ordentlich arbeiten, dann müssen Sie gar nicht zur Bank gehen und sich Geld leihen. Na gut, der Staat muss noch sehr viel Schulden abbauen. Stopp, wir machen Schluss mit einer Politik auf Pump. Wir machen ab dem nächsten Jahr keine neuen Schulden mehr. Wenn wir Spielräume haben, haben wir gesagt, werden wir auch alte Schulden zurückzahlen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir machen keine neuen Schulden mehr. Nein. Wir beenden die Politik auf Pump. Nein, da möchte ich Herrn Trittin doch fragen. Er beendet die Politik auf Pump, aber das bedeutet, wenn er zum Beispiel, also diese Union und diese SPD und diese Große Koalition Geld brauchen, dann wird nicht zurückgezahlt an Schulden, sondern wird einfach im Ist-Zustand weiter Geld ausgegeben. Schuldenabbau war gestern. Wenn ich die Koalitionsvereinbarung richtig gelesen habe, heißt es ab 2015 keine Neuverschuldung mehr. Das heißt, es kommen zu den bestehenden Schulden keine hinzu. Man muss sich mal eine Vorstellung machen, was die Schulden zurzeit bedeuten im Bundeshaushalt. Gut 12% des Bundeshaushalts gehen drauf dafür, dass alte Schulden bedient werden müssen. Das ist der drittgrößte Etatposten mittlerweile, den wir haben. An dem Umstand ändert diese Koalitionsvereinbarung nichts, weil es ja nicht zu einem Schuldenabbau kommt. Denn die vorhandenen finanziellen Spielräume, die man hat, wenn man darauf verzichtet, Subventionen abzubauen, das wollten beide große Parteien nicht, wenn man darauf verzichtet, Steuern für Besserverdienende zu erhöhen. Das war das Wahlversprechen der Union. Ich verstehe, Sie sind gewählt, dass Sie das auch halten wollen. Das ist jetzt keine Kritik. Darauf können Sie sich verlassen, dass wir das halten, was wir vor der Wahl sagen. Da bin ich nicht in jedem Fall sicher, aber in diesem Fall bin ich mir sicher, dass Sie das versuchen an der Stelle. Und deswegen kommt es nicht zu einem Schuldenabbau an dieser Stelle. Das, was nötig wäre, und das haben Sie ja auch in vielen Gesprächen, die Sie mit uns geführt, immer vehement abgelehnt, war ein Mechanismus, der tatsächlich zu einem Schuldenabbau führt, der beispielsweise sich daran macht, das, was wir gemeinsam, ich nehme uns da gar nicht aus, in der Finanzkrise zur Vermeidung von schweren Verwerfungen aufgehäuft haben, an zusätzlichen Staatsschulden, dieses gezielt abzubauen. Also, jetzt muss ich zunächst mal, wenn Sie erlauben, Herr Friedmann, dem Herrn Trittin einfach sagen, das ist ja schön geredet, wenn Sie auch nur annähernd das dort, wo Sie Verantwortung tragen, machen würden, wäre es ja schön. In Baden-Württemberg
wo wir immer gemeinsam mit den Bayern und den Sachsen die solidesten Finanzen haben, macht die aktuelle grün-rote Landesregierung bei höchsten Steuereinnahmen 3,5 Milliarden zusätzliche Schulden. Nicht Nullverschuldung, wie wir im Bund. Zusätzliche Schulden. Und die grüne Regierung in Baden-Württemberg schreibt einen Plan, wie man bis 2020 Jahr für Jahr milliardenschwer neue Schulden aber macht. Aber das ist ja nicht also Ihr da, Problem. Wo Sie Verantwortung haben, sollten Sie es mal machen und nicht nur, Entschuldigung, klug daherreden. Ich bin immer ganz vorsichtig, wenn Bundespolitiker sich zur Landespolitik äußern. Ich habe auch mal Landespolitik gemacht. Zum Ritual würde es jetzt gehören, dass ich Ihnen die Verschuldung, die unter Schwarz-Gelb in 10 Jahren das in Hessen aufgelistet nicht, wäre, das tue ich auch nicht. Wir reden von der aktuellen Lage. Deswegen wollte ich ja gerade die Spannung aus dieser Geschichte rausnehmen. Sagen, wir haben, und das haben Sie als Bundesregierung dann auch, wir haben ein Problem in allen Bundesländern, egal wer dort regiert, die Vorgaben des Grundgesetzes einschalten. Bayern bezahlt Schulden zurück. Sachsen hat einen ausgeglichenen Haushalt. Herr Strobel, reden wir mal über die Kanzlerin. Leute, nein, es tut mir leid. Wir sind heute einen Tag nach den Koalitionsverhandlungen. Und dann reden wir mal über das, was vielleicht schwerer für Sie ist zu reden, nämlich über diese neue Bundesregierung anstatt über Baden-Württemberg. Sie haben gesagt, man kann sich darauf verlassen, die Steuern werden nicht erhöht. Das hat die Kanzlerin uns auch vorgebetet und so ist sie ja auch gewählt worden. Und so werden wir das machen, ja, den Herrn Trittin ärgert es. Dann haben Sie Ihre eigenen Kanzlerin gestern um 15.56 Uhr nicht zugehört. Die hat gesagt, plötzlich heißt das jetzt so. Ich kann die Zukunft nicht voraussagen. Ich weiß nur, dass das Ziel, keine neuen Schulden zu machen, eine sehr, sehr hohe Priorität hat. Wenn man das ins normale Deutsch übersetzt, heißt das, mein Versprechen war gestern, wenn es nötig ist, dann muss ich es halt machen, auch gegen meinen Willen. Was ist jetzt mit diesen ganzen Ausgaben, mehr Ausgaben, wenn kein Geld in die Kasse reinkommt? Aber es kommt doch Geld in die Kasse rein, Herr Friedmann. Wir haben so gute Einnahmen, wie diese Republik noch nie gehabt hat. Die Steuereinnahmen sprudeln. Und warum sollen wir um Gottes Willen in einer solchen Lage neue Schulden machen oder die Steuern erhöhen? Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Und das haben wir reichlich, weil die Wirtschaft gut läuft. Und ja, dann setzen wir die Rahmenbedingungen so, dass das weiterhin so bleibt. Ich habe da eine andere Interpretation zu dem Satz. Ich glaube, sie wollte den Fehler nicht wiederholen, den sie im Duell mit Herrn Steinbrück gemacht hat, wo sie gesagt hat, mit mir wird es eine Pkw-Maut nicht geben. Sie musste dann umständlich, weil es die jetzt geben soll, so steht das jedenfalls im Koalitionsvertrag, nachschieben, wenn sie denn den deutschen Autofahrer nicht belastet. Und ähnlich lese ich diese Passage. Weil ich nicht weiß, ob das, was wir jetzt haben, nämlich konjunkturell gut bedingte Steuereinnahmen, auf Dauer funktionieren, bitte nehmt mich nicht beim Wort, wenn es denn doch anders kommt. Und es zeichnet sich ja ab, dass es anders kommt, weil zum Beispiel die Dimensionen, die man hätte, wenn man die Versprechung nicht umsetzen würde, die sie bei der Rente gemacht hatte, nämlich die Beiträge zu senken, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu entlasten. Das führt übrigens zu größeren Entlastungen als alle steuerlichen Entlastungen. Weil sie das nicht haben, sind sie in dem Moment, wo es eine nur leichte Eintrübung der Konjunktur, eine leichte Veränderung des Zinsniveaus angeht, dann platzt diese Rechnung. Und für diesen Fall hat Frau Merkel mit diesem Satz vorgebaut, sie ist halt klug. Haben Sie dazu gar nichts zu sagen? Europa. Wir brauchen wieder ein paar Milliarden zusätzlich. Ich würde ja nicht widersprechen, dass die Kanzlerin klug ist. Genau. Also, ja, eben. Vielleicht hat Trittin Ihnen aus der Seele gesprochen. Aber mit dem letzten Satz total. Frau Merkel ist eine kluge Frau. So, dann will ich ein bisschen mit Ihnen über diese Klugheit nachdenken. Europa. Jederzeit kann es nötig sein, dass wieder ein paar Milliarden irgendwo hingebracht werden. Die Zinsen, sie bleiben niedrig. Wer zahlt? Der Sparer, der kleine Mann dafür, dass diese Bundesregierung wenig bezahlen muss für ihre Schulden. Die Konjunktur ist nicht so stark. Also, ich habe Mathematik gelernt. Wenn ich Geld ausgebe, das ich nicht mehr habe, dann muss ich entweder mehr Einnahmen haben, das ist in Ihrer Sprache Steuern, oder ich muss mehr Schulden machen. Beides wollen Sie nicht. Erklären Sie mir, wie man so auf so ein schwaches Fundament von Finanzen Politik für ein Land machen kann. Aber nochmal, Herr Friedmann, wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die es jemals in der Republik gegeben hat, weil wir
eine gut funktionierende Wirtschaft haben, weil die Arbeitslosigkeit extrem niedrig ist. Habe ich verstanden. Ja, klar. Habe ich verstanden. Und darauf bauen wir die Zukunft eines Landes auf. Aber hoffentlich. Und darauf bauen wir auch in Zukunft auf Wachstum, auf Arbeitsplätze. Aber Eventualitäten gibt es überhaupt nicht mehr. Zweifel gibt es nicht mehr. Es ist ja nur ein kleines Land. Es gibt aber anscheinend noch eine Möglichkeit, Herr Trittin, wie man darum kann. Viele Sozialverbände schlagen Alarm. Die Große Koalition finanziert ihre Wahlgeschenke, indem sie die Sozialkassen plündert. Das würde aber doch Angela Merkel nie tun, oder? Nun, das ist ja die Situation mit den Maßnahmen einer erleichterten Frühverrentung, die als versicherungsfremde Leistung nicht aus Steuern, sondern aus Beiträgen bezahlt werden, mit den Maßnahmen, was ja von Idee her nicht verkehrt ist, auch Frauen, die Kinder vor 92 bekommen haben, bei der Rente entsprechend zu berücksichtigen. Mit all diesen Maßnahmen, die aber mit den Beitragsleistungen nichts zu tun haben, die jetzt aus Beiträgen finanziert werden, werden solche Wahlwohltaten zu Lasten der Beitragszahler gemacht. Das heißt, Herr Friedmann und ich, wir beteiligen uns an diesen Lasten nicht, denn wir sind nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt und entsprechend sind wir, wie alle Beamten und Selbstständigen, außen vor. Das heißt, diese zusätzlichen versicherungsfremden Leistungen werden ausschließlich von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zum Teil eben auch über die Arbeitgeberbeiträge von den Arbeitgebern bezahlt. Das ist meines Erachtens eine Rechnung, wo man linke Tasche, rechte Tasche spielt. Man sagt, man plündert nicht den Steuerzahler, das ist die Börse, aber man enthält ihm mögliche Beitragssenkungen vor, die in der Tat die meisten der Arbeitenden in diesem Lande erheblich entlasten würden. Naja, Herr Trittin, der größte Steuerzuschuss, den wir überhaupt irgendwo hingeben, ist der Steuerzuschuss in die Rentenversicherung. 13 Milliarden sind vorgesehen für die Mütterrente. Ungefähr 6 Milliarden brauchen wir von diesem Steuerzuschuss im Augenblick für die Mütterrente. Wir haben vor der Wahl gesagt, wir wollen die Mütterrente einführen, erhöhen. Das ist Gerechtigkeit für 8 Millionen Frauen. Und das können wir finanzieren aus dem bestehenden Steuerzuschuss, wo wir von den 13 Milliarden nur 6 oder 7 Milliarden für die Mütterrente verwenden. Und auch das ist eine gerechte Sache. Wir können das aus dem laufenden Steuerzuschuss machen, ohne dass wir Beiträge erhöhen, ohne dass wir neue Schulden aufnehmen, ohne dass wir die Steuern erhöhen. Das ist doch eigentlich eine prima Sache. Sie können das nur tun, weil Sie die eigentlich fällige Beitragssenkung angesichts der aufgelaufenen Reserven den Menschen vorenthalten, die Rentenbeiträge bezahlen. Das ist die einfache Sache. Ich habe aber im Wahlprogramm der Union nicht gelesen, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge senken. Das müssen Sie gar nicht im Wahlprogramm machen, das ist im Gesetz. Das ist im Gesetz und das steht eigentlich nicht zur Disposition. Keiner Partei, oder haben Sie es vergessen, das Gesetz haben Sie als CDU mitverantwortet. Also jetzt schauen Sie mal, wir haben ja die Rentenversicherungsbeiträge bereits abgesenkt. Und wir haben vor allem, und da stehen wir im Wort, immer gesagt, wir wollen, dass insgesamt die Belastung unterhalb von 40% bleibt. Das schaffen wir seit einigen Jahren klar und deutlich. Und da werden wir dafür arbeiten, dass das auch in der Zukunft so bleibt. Herr Strobel, das würde ich auch alles gerne glauben, wenn ich doch wenigstens wüsste, wer Finanzminister in dieser Regierung wird, dem man all diese Fragen stellen kann und der mich wirklich kompetent beruhigen würde. Aber die Ministerliste ist ja ein Staatsgeheimnis. Finden Sie das eigentlich demokratisch? Fühlen Sie sich eigentlich wohl, dass Sie gestern gesagt haben, wir haben einen Koalitionsvertrag, dass Sie der Öffentlichkeit gesagt haben, wir haben die Minister bestimmt, wir haben die Ressorts bestimmt, nur das geht euch erstmal gar nichts an, ihr Wähler? Das war ein Wunsch der SPD. Aber Sie müssen doch nicht tun, was die SPD will. Ja, seit wann hat denn Frau Merkel ihre Anweisungen vom Willy Brandt-Haus bekommen? Nein, aber wir sind doch ein rücksichtsvoller Partner. Und wir wollen eine gute Partnerschaft. Auf Kosten der demokratischen Prinzipien. Naja, finden Sie das gut? Stopp. Also undemokratisch ist da gar nichts. Ist das demokratisch, den Bürgern nicht zu sagen, wer Minister wird? Ihr habt es ja schon verteilt. Dass Sie da eine gewisse Neugier haben, lieber Herr Friedmann. Ich habe keine Neugier. Ich habe einen Anspruch als Bürger, das zu erfahren. Ja, klar. Sind wir in einer Diktatur, dass irgendjemand beschließt, wer ist Minister, wer kriegt ein Ressort, nur das Volk erfährt es? Vielleicht haben Sie es vergessen, aber wir hatten eine Wahl. Und bei dieser Wahl ist ja eine klare Entscheidung durch Bürgerinnen und Bürger, hoffentlich auch durch Sie, getroffen worden. Was hat das jetzt mit der Ministerliste zu tun? Ja, das ist die demokratische Legitimation. Ich will sie haben, die Liste. Die kriegen Sie ja. Ach, und wer entscheidet das? Und was ist, wenn das erst in 8 Wochen möglich ist? Na, das entscheiden zunächst einmal die Bundeskanzlerin. Und dann wird aber auch der Partner, die SPD, ein bisschen mitsprechen. Dann müssen wir uns unterhalten.
wie wir die Ministerien auf sozusagen die beiden Partner. Das habt ihr doch schon. Das ist öffentlich. Die Regierungsparteien haben beschlossen, welche Ministerien, welche Minister. Das ist besprochen. Dass Sie das noch nicht wissen? Dass Sie es nicht erzählen? Ist das nicht für Sie auch seltsam als Parlamentarier? Nein, nochmal, das ist okay. Können Sie nicht wenigstens mal sagen, ich fühle mich dabei auch nicht so richtig wohl? Naja, ich bin genauso neugierig wie Sie. Ich kann mich halt ein bisschen... Es geht doch gar nicht um Neugier. Es geht um was ganz anderes. Also wissen Sie es? Darum geht es doch nicht. Nein, aus meiner Sicht geht es um was anderes. Es geht doch darum, dass in den nächsten 14 Tagen die Mitglieder ihres Partners, also ihrer Partnerpartei, die SPD, in einem Mitgliederentscheid entscheiden sollen, ob sie diesem Koalitionsvertrag, der die Grundlage für 4 Jahre Politik sein soll, zustimmen. Und denjenigen muten die eigene Partei vor. Das ist kein Vorwurf an die CDU, so würde ich an der Stelle sagen. Das ist der Wunsch der SPD. Der Wunsch, die CDU macht mit. Die CDU macht das mit. Mutet zu. Wir können uns 3 Wochen Zeit lassen. Mute zu. Damit, Entschuldigung, Herr Kretti, ich muss es nur, damit ich es lerne. Ich meine, wir sind hier wirklich alle drei, was so parlamentarische Demokratie und was Bürgerrechte angeht, uns, glaube ich, wirklich einig. Sie muten mir als Bürger zu, und das macht die CDU und Frau Merkel ja mit, dass die Regierungsparteien beschlossen haben, wer welche Ressorts bekommt und wer Minister wird, und dass man das dem Bürger für eine Zeit einfach vorenthält. Ich meine, das ist eine der Basisinformationen für die demokratische Meinungsbildung, für kritische Reaktionen. Das beunruhigt Sie nicht? Naja, ich weiß nicht, ob das alles schon so feststeht. Und wir haben immer gesagt, übers Personal reden wir ganz am Schluss. Ich glaube, dass das die Bürgerinnen und Bürger auch nicht so sehr aufregt, dass wir uns jetzt nicht ausschließlich um die Pöstchen kümmern, sondern erst mal sehen, dass wir jetzt den Koalitionsvertrag unter Dach und Fach bekommen. Ja, klar. Okay, ihr das ist doch eine komische Moral. Sie wollen ausweislich Ihres Koalitionsvertrages alle Verbindungsdaten, die irgendjemand per Mail und sonst was hat, ich muss die NSA anrufen. Ja, aber gleichzeitig wollen Sie nicht erzählen, wer ist künftig für die Energiepolitik zuständig. Das ist ja eine Frage, die viele umtreibt, weil wir immer zwischen Partei? Umwelt und Wirtschaft einen Streit welche hatten. Partei? Ist welche ja ein Unterschied, Partei ob ist dafür CDU zuständig? Ist oder die SPD. Wer managt das an dieser Stelle? Wer ist künftig für die Staatsfinanzen zuständig? Sie sagen ja, die Sozis können nicht mit Geld umgehen. Sind Sie es also oder wer wird es sein? Die Frage stellt sich, wer ist künftig dafür zuständig, dass in diesem Land Rahmenbedingungen für Wirtschaft gehen, damit es so gut geht, damit Ihre Rechnung bei den Staatsfinanzen nicht aufgeben. All das wollen Sie der Öffentlichkeit nicht verraten. Das finde ich in der Tat eine fragwürdige Praxis. Nicht wegen der Pöstchen, sondern weil es hier darum geht, wer gestaltet dann auf der Grundlage dieses Koalitionsvertrags, den kann man sich ja von überall runterladen, aber es ist eben erstmal nur die Ansage, wer gestaltet auf dieser Grundlage, welche Partei trägt dafür politisch zunächst die Verantwortung, welche Person macht das. All dieses wollen Sie uns und wollen Sie denjenigen, die bei der SPD abstimmen, vorher nicht verraten. Stopp. Das finde ich schon etwas fragwürdiges Verständnis. Die SPD hat uns gebeten. Ja, aber Sie machen, Entschuldigung, ja, sowas nennt man Mittäterschaft im Juristischen. Nein, sowas nennt man Rücksicht. Aber warum nehmen Sie nicht Rücksicht auf uns Bürger? Wir sind ein paar mehr als die SPD-Mitglieder. Das ist allerdings wahr. Und jetzt stelle ich Ihnen einfach eine ganz konkrete Frage. Ist es Ihnen wirklich gleichgültig, ob der Finanzminister Ihrer neuen Regierung Wolfgang Schäuble von der CDU heißt oder irgendjemand von den Sozialdemokraten? Ist das Ihnen, der Sie als Parlamentarier sind, der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, also Barbara Hendricks völlig gleichgültig? Nur vielleicht ist es so, das lerne ich gerne. Nein, das ist nicht gleichgültig und wir werden die Fragen ja auch klären. Sie sind geklärt, das wissen Sie. Es ist geklärt, wer das Finanzministerium bekommt und welche Partei. Das wissen Sie. Oder wollen Sie jetzt der Öffentlichkeit sagen, dass die SPD und die CDU das nicht geklärt hätten? Dann sagen Sie es. Naja, wissen Sie, ich bin ja nicht bei allen Besprechungen dabei. Als stellvertretender Bundesvorsitzender sind Sie nicht in der Lage, uns zu sagen, ob vom Grundsatz her das bestimmt ist oder nicht? Ich kann Ihnen sagen, dass wir mit den Sozialdemokraten vereinbart haben, dass wir das zum Ende des Mitgliederentscheids machen. Dann wird das öffentlich werden. Das sind noch 3 Wochen. Gut. Das halten wir miteinander aus. Nee. Nee, ich glaube nicht, dass die Leute das einfach aushalten. Sie halten es aus, weil jetzt klein geschrieben, weil es um die Macht geht. Jemand zu sagen, als einer Partei, die öfter solche Mitgliederentscheide schon gemacht hat, prophezei ich Ihnen, dass Sie das nicht durchhalten werden? Und dass es gleichzeitig die größte Belastung für diesen Mitgliederentscheid sein wird, dass die Menschen darüber rätseln und genau zu dem führt,
nicht führt, was man eigentlich will. Man wollte, dass über die Inhalte geredet wird. So, und jetzt dadurch, reden dass wir man ein Geheimnis Inhalte. Macht, aber jetzt reden redet wir, man nicht jetzt über die Inhalte, sondern Herr über die Kabinettsposition. Eigentlich müsste hier der Herr Gabriel stehen. Nein, Sie machen mit. Ja, Herr Strobel, Sie können sich die Hände nicht in Unschuld waschen. Sie stellen die Kanzlerin, die macht auch mit. Herr Strobel, ich gebe Ihnen recht, es ist ein Versäumnis der SPD, aber Sie haben halt mitgemacht. Ja, das ist das Problem. Moment, wir machen keinen Mitgliederentscheid. Nein, Sie machen mit in dieser Geheimsache. Wer wird was? Warum? Jetzt machen wir keine Geheimsache draus, sondern... Was ist es sonst? Dann machen wir keine draus. Ich nehme Sie beim Wort. Dann erzählen Sie es doch, wenn es keine ist. Aber wir wollen doch mal ganz kurz noch über den Inhalt reden. Wir wissen ja auch nicht, wer jetzt Arbeits- und Sozialminister wird. Das auch nicht. Aber wir wissen, der flächendeckende Mindestlohn ist da. Darauf ist die Große Koalition, Herr Trittin, auch stolz. Katrin Göring-Eckardt sagt, der Mindestlohn ist immer noch ungerecht. Es gibt viel zu viele Ausnahmen. Der Flickenteppich der Niedriglöhne lebt weitere 3 Jahre. Angela Merkel blendet erneut. Hat sie recht? Wir haben eine Situation, wo endgültig dieser flächendeckende Mindestlohn erst 2017 kommt. Bis dahin sind nur tariflich nicht gebundene Arbeitnehmer im Privileg dessen. Und wir werden erleben, dass es jetzt einen erheblichen Run gibt von Menschen, die bisher stolz darauf waren, nicht tarifgebunden zu sein, das zu machen, damit sie noch 2 Jahre weniger als 8,50 Euro erleben werden. Das ist eine, egal von welcher Seite man es sieht, von der Seite der Sozialdemokraten, die dafür waren, von Seiten der CDU, die immer dagegen war, eine völlig unbefriedigende Situation. Das, was ich an dem Mindestlohnkonzept richtig finde, das ist der Teil, für den wir immer gestritten haben, dass am Ende ab 2017 dann die Entscheidung darüber, wie hoch dieser einheitliche Mindestlohn sein soll, getroffen wird zwischen Vertretern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeberseite. Das ist der einzig vernünftige Satz. Für Arbeit und Soziales? Ach, Jemine, das ehrt Sie ja, dass Sie den Versuch erneut unternehmen. Aber Sie müssen sich wirklich noch 2, 3 Wochen gedulden. Tatsache ist aber, der flächendeckende Mindestlohn kommt ja gar nicht 2014. Er kommt eigentlich auch nicht 2015. Er kommt übrigens auch nicht 2016. Er kommt, wenn man Glück hat, Ende 2017. Da ist übrigens die Legislaturperiode auch zufälligerweise wieder vorbei. In den nächsten Jahren gibt es immer noch erhebliche Schlupflöcher für Arbeitgeber, um aus dem Mindestlohn für einige Jahre noch rauszukommen. Was verkaufen Sie uns eigentlich? Ja, also ich habe sehr dafür gekämpft, dass wir nicht ab dem 1.1. nächsten Jahres überall die 8,50 Euro bekommen. Ich bin ja für einen Mindestlohn, das ist gar keine Frage. Ich halte nichts von Geschäftsmodellen, wo die Menschen 3,50 Euro verdienen und der Staat stockt das dann auf. Aber da, wo Arbeitsplätze vernichtet werden durch einen Mindestlohn, ist auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht geholfen. Deswegen brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Die haben wir erreicht durch die von Herrn Trittin richtigerweise beschriebenen Übergangsfristen, auch dass wir gewisse Differenzierungen machen können und dass die Tarifpartner bis dahin Tarifverträge abschließen können. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch total in Ordnung. Das ist die Tarifautonomie, das ist die Lohnfindung durch Arbeitgeber und Gewerkschaften. Also ich muss sagen, das ist eine gute Lösung. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir es so hinbekommen. Wunderbar. Herr Strobel ist stolz. Gibt es irgendeinen Grund, warum das nicht 14 oder 15 schon beginnen musste? Ich glaube, dass Sie einen schnelleren Einstieg ohne sozusagen von vornherein das hätten machen können. Das, was hier tatsächlich stattfindet, ist der Aufruf, jetzt noch schnell für 2 Jahre, 3 Jahre Tarifverträge abzuschließen. Und wir wissen, dass es viele solche Tarifverträge gibt, die unter 8,50 Euro liegen. Das hat dann Folgen wiederum für die Staatskasse, weil in den Fällen, Sie haben es selber angesprochen, muss in vielen Fällen der Staat durch Aufstockerei eingreifen. Herzlichen Dank, Herr Trittin, herzlichen Dank, Herr Strobel. Wir haben uns angeregt und aufgeregt unterhalten. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Tschüss.